Hallo Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es einfach mal eine kleine Info werden. Ne? Wie ihr seht, habe ich meine Sony vorne am Kinn befestigt. Aber zuallererst, ich muss zuerst eine Kleiderspende abgeben. Es gibt immer Kleider, da wächst man schnell raus. Und ja, wenn ihr sie nicht wegwerfen wollt, ist halt eine Option, sie in solche Kleidercontainer zu werfen. Da werden die weiterverarbeitet und dann. Fuck, Alter, ich stoß noch an die Kamera an, weil ich mit rechts das Visier öffnen wollte. So sieht's aus. Ich zeige euch einfach mal, wie man den Scheiß entsorgt. Ich weiß nicht, was ich dazu labern soll. Auf jeden Fall, die City Greenpoint heißen die hier. Die haben die einmal hinter Marktkauf gehabt, aber da hat sie halt keine Sau gesehen. Und jetzt haben die vorgezogen und ich habe hier lauter Kleidung. Ich werfe sie natürlich ohne Tüte rein. Ja, und leer zuerst die Taschen und so, weil bei mir war noch Geld in den Jeans und so drin. Meinen alten Jeans. Und ja, die Tüte nehme ich wieder mit. Scheiße, fällt nicht immer richtig rein. Und ja, das war's. Ich gehe jetzt noch tanken. Und ich wollte einfach mal ein bisschen was. Sauber, ich habe mich richtig nass gemacht. Ich kann immer noch nicht tanken, ich kann es nicht glauben. Ein Tankfail nach dem anderen. Mein Terbizer-Sticker zu Hause vergessen. Alles versaut. Ah, leck mich, Alter. Selten so viel Benzin verschüttet. Seht ihr das? Alter Schwede. Oh, ich kann es einfach nicht. Jetzt meine Hand voller Benzin. Jo, läuft bei mir. Alter. Alter, hätte ich jetzt noch am Papier gefailt. Boah, der ganze Tank. Es greift den Lack an, Leute. Deswegen macht den Scheiß weg und in erster Linie tankt gescheit und nicht wie ich. Aber es riecht gut. Ich mag super. Du hast das Papier verfehlt. Alter, wenn das drauf ist, meine Zeitlupe aus. Alter, leck mich doch. Nummer 5. So Leute, meine GoPro ist kaputt. Die GoPro war so selten im Einsatz, dass sie kaputt geht. Aber sorry, ist wie alt? Juni, 5 Monate. Ah, leck mich doch. Abgewürgt. Die Kupplung halt fatzen lässt. Ohne richtig Gas zu geben. Alter, die GoPro hat ihren Geist aufgegeben. Ich weiß nicht. Ah, ich muss vorne lang. Auf jeden Fall steht da No SD Card, wobei ich eine SD-Karte drin habe. Sie reagiert auf keinerlei Knöpfe, weder auf Home-Button noch auf den Aus-Button, Menü-Button, was auch immer. Reagiert null. Ausmalen kann ich sie demzufolge nicht und die hat einen integrierten Akku, also den Akku kann ich auch nicht rausnehmen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde sie auf jeden Fall anlassen, weil ich kann sie ja nicht ausmachen und wenn der Akku leer geht, sollte die sich eigentlich resetten. Von alleine ausgehen, weil irgendwann ist kein Saft mehr da. Es wird jetzt Tage dauern, mal schauen, ob es funktioniert und bis dahin nur sagen, scheiße war's, weil ich hatte nicht ein Problem mit irgendeiner anderen Kamera und ja. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.